Ein herzliches Willkommen und Hallo zu Marvel Spider-Man. Ich bin es, euer Demsimafix. Wir sind hier aktuell ein bisschen auf dem Nebenquest-Feldzug, haben hier beim letzten Mal unter anderem ein Scharfschützen-Gepäck, der Dämonen eliminiert, und dann haben wir es noch geschafft, einen hier wieder wahnsinnigen, durch Lee ausgelösten Wahnsinnigen hier zu stoppen. Nun geht's weiter mit einer neuen Nebenmission namens Tick-Tack. Spider-Man, mein Tracker hat noch mehr Leute von der Party entdeckt, die vielleicht... du weißt schon. Er heißt Ethan Albright, Lehrassistent Biochemie. Ist nicht zum Kurs erschienen. Meine Software hat ihn auf einem Foto entdeckt, aber er fehlt auf anderen Fotos vom gleichen Ort. Wir müssen's probieren. Ich versuche, den Ort zu finden. Danke. Philips Foto ist wieder meine einzige Spur. Ich muss den Ort finden. Auf dem Foto sieht man Hochbahnen. Wie die in East Harlem. Boah, das... Also mit der Freiheitsstadt, das ging ja noch nicht. Das ist eigentlich wieder dasselbe. East Harlem müsste hier oben sein, ne? Einmal, super, einmal direkt durch die Stadt. Eine verzögerte Reaktion, nicht gut. Vielleicht laufen solche verdorbenen Zeitbomben überall in Manhattan rum. Wenn ich die Hochbahnen in East Harlem finde, kann ich sie bis zu dem Ort verfolgen. Ich sprint doch so schnell wie es geht. Gelange zur Food Location in Harlem, ja, sagt's mir sogar. Ja gut, das andere haben wir ja relativ gut gefunden mit der Freistadt und dem Battery Park. Den kenne ich ja natürlich, aber hier, naja. Können wir mal hier an Rekordgeschwindigkeit einmal durch die Stadt gehen. Alter Leute, wie schnell wir auch sind. Wenn man das immer schön so hier cancelt und dann immer direkt hochspringt. Oh, und dann hier kurz mal über den Times Square. So macht man das. So. Jetzt haben wir schon hier locker 1000 Meter zurückgelegt. Verkehr ist definitiv nicht unser Problem. Lees Verderbtheit ist erschreckend. Wirklich niemand ist sicher. Ich bin ja an feindselige New Yorker gewöhnt, aber das ist ein ganz neues Level. Gut, dass ich Philipp auf meiner Seite habe. Der Typ hat ganz schön was drauf. Philipp Chang, das sagt mir auch irgendwas vom Namen her. Vielleicht fällt es mir wieder ein, ob der irgendwie wichtig war im Marvel-Universum. So, wenn er eigentlich einen Namen hat, dann muss er wichtig sein. Ja, ja, chill dein Leben. Ich muss erstmal generell nach Harlem gelangen. So. Okay, also jetzt sind wir hier am Times Square. Nicht am Times Square, am Central Park. Kennen wir inzwischen aus, Mann. Meine innerliche Karte von New York habe ich durch Spider-Man kennengelernt. So, falscher Ort. Da. Ich muss zu den Gleisen in East Harlem. Aber das sind schon mal die Gleise. Jetzt müssen wir halt nur auf die andere Seite zu den Gleisen, aber im Endeffekt war das jetzt schon mal gar nicht so schlecht. Ich glaube hier dann, oder? Hätte ich jetzt mal gesagt. So. Hochbahn könnte Harlem bedeuten. Ich sehe Hochbahnen. Die sind nordöstlich von der ESU. Hä? Nordöstlich von der ESU? Was? Aber hier? Hä? Die ESU ist hier unten. Hä? Hä? Josie's, Hell's Kitchen. Greenwich, warte mal. Hört das doch die ESU? Ich dachte, er sagt was von Harlem. Ich glaube, das ist sehr weit nördlich der ESU. Weißt was? Nö, jetzt habe ich keine Lust, mich da wieder runter zu bringen. Es ist ja lächerlich, Mann. Er hat doch gesagt. Nee, ich schwinge mich jetzt da runter. Mist, es ist wurscht. Ich kann mich hier einfach ganz relaxed und entspannt, kann ich mich hier einfach hier teleportieren. Ich müsste dafür öfters benutzen. Das ist egal, Mann. Spider-Man, hast du eigentlich der Ticket dabei? Ticket? Ich? Philips Foto ist wieder meine einzige Spur. Ich muss den Ort finden. Auf dem Foto sieht man Hochbahnen. Wie die in East Harlem. So, Spider-Man braucht kein Ticket, Mann. So. Jetzt haben wir's. Eine verzögerte Reaktion, nicht gut. Vielleicht laufen solche verdorbenen Zeitbomben überall in Manhattan rum. Es gibt keine Hochbahn, könnte Harlem bedeuten. So, jetzt bin ich nördlich der ESU. So, habe ich keinen Kompass, so. Ja, da. Schauen wir mal. Gut,
Hier irgendwo müssen jetzt Bahnen sein. Ich sehe Hochbahnen. Die sind nordöstlich von der ESU. Ich glaube, das ist sehr weit nördlich der ESU. Spider-Man, du machst mich gerade schwach, Mann. Du machst mich gerade echt schwach, Mann. Und ich mag es nicht, schwach gemacht zu werden. So. Ich kenne mich halt nicht in New York aus. Tut mir herzlich leid. Ich breche die Quest gleich ab. Das ist nämlich dumm. So. Das Geile war, es wollte mir schon anzeigen, irgendwo, wo es lang geht, aber. Bahnen südlich der Universität. Ich muss nach Norden. Also. Da ist die Universität. Das heißt nach Norden. Okay. Norden ist, ich denke mal, da oben. So. Ich glaube, die Gleise sind in East Harlem. Du machst mich so schwach, Spider-Man. Komm, zeig's mir halt einfach auf der Map an. Bitte. Weil ich war also oben in Harlem und da war nichts. Da hast du gesagt, geh zur ESU. Jetzt war ich bei der ESU und jetzt sagst du, geh nach Harlem. So. Ich entferne mich wieder weiter von der Universität. Leider, ich nehme gleich wieder die Bahn da hoch. Aber das Schlimme ist, ich habe ja vorher schon die Bahn gefunden, aber das wollte halt nicht nehmen. Ich popp mir jetzt wieder nach Harlem hoch. Meine ganze Freude über das coole Spiel geht kaputt, wenn der Spider-Man hier mit seinen Richtungsgaben. Ah, du bist nötig. Ja, jetzt fahren wir schon wieder mit der Bahn. Ich find's auch nicht cool. Jetzt hat er nicht mehr Lust, mit dem Handy zu spielen. Er sagt, ja, wir müssen nach Harlem. Ah, nördlich der ESU. Foto ist wieder meine einzige Spur. Ich muss ja, diesen finden. Satz hast du mir schon mal gesagt. Foto sieht man Hochbahnen, wie die in East Harlem. Das Schlimme ist, ich sage ja, ich war ja schon bei der Hochbahn, aber die wollte Spider-Man nicht. Warte mal, ich kann da was anderes schauen, und zwar die Bauernname. Hier gibt's ja keine. Ich hätte gehofft, dass das vielleicht eine Touristenattraktion wäre. Eine verzögerte Reaktion, nicht gut. Vielleicht laufen solche verdorbenen Zeitbomben überall in Manhattan rum. Lees Verderbtheit ist erschreckend. Wirklich niemand ist sicher. Bin ja an feindselige New Yorker gewöhnt, aber das ist ein ganz neues Level. Gut, dass ich Philipp auf meiner Seite habe. Hier ist es. Keine verdorbenen Studenten, aber sie scheinen hier gewesen zu sein. Was ist passiert? Ein Haufen Wahnsinniger ist ausgerastet. Die waren high oder so, sind die Straße hochgerannt. Ich muss sie finden, bevor sie jemanden ernsthaft verletzen. Leute, so madig, Mann. Da war ich davor und dann hat er... Dann hat er gesagt, nö. Da sind keine. Da sind sie. Beenden wir das. Ich war davor immer da bei der Bahn und dann hat er gesagt, nö, da ist nichts. Er nervt mich echt, der. Sieh dir die Karte an. Ich muss mir die Karte nicht ansehen. Leute auf der Halloween-Party verdorben. So. Bam! Je schneller ich euch wieder in Ordnung bringe, wenn ich die Hochbahnen in East Harlem finde, kann ich sie bis zu dem Ort verfolgen. Ich hab's doch schon gefunden, Spider-Man. Ich hab's doch schon gefunden. So, die haben übrigens alle die gleiche Verkleidung. Ziemlich lame. Tür ist abgeschlossen. Keine Zeit für Höflichkeiten. Genau. So, wir haben gerade irgendwann Zivilisten mit der Tür beschmissen. Ich habe meinen Latte getrunken und an den Überfall von damals gedacht und diese Menschenmenge gesehen und es war... Alles ist jetzt gut, aber du solltest auf entkoffiniert umsteigen. Kaffee, der Auslöser alles Bösens. So, und weil wir jetzt hier... Ach, wir haben ja direkt zwei Nebenquests. Ich denke, dann sind wir eh schon wieder fertig. Eine werden wir nochmal machen, schauen wir dann, wo die andere uns hinführt, aber die machen wir definitiv noch. Alles gut, Spider-Man. Wie oft müssen wir das jetzt noch zeigen? Schau dich an, ich habe das Spiel kaputt gemacht, Mann. Weil ich so lange nicht gefunden habe. Du bist da. Jo, hi, ich bin Spider-Man. Krabbelst du mit mir ein bisschen die Wand hoch? Dann mach
Machst du es also? Die Screwball-Challenge? Ich weiß nicht, was das ist. Niemand weiß das. Das ist ja das Tolle. Mach ein Foto von dem Code an der Wand und es geht los. Ganz einfach. Es ist für die Bedürftigen. Tja, in dem Fall. Hab's. FM! Du hast die Herausforderung angenommen. Willkommen bei meinem Stream. Ach, BTW. Jetzt, da du an Bord bist, steigen die Zuschauerzahlen wie verrückt. Und so funktioniert's. Der Matrix-Barcode, den du geknüpft hast, sendet dir die GPS-Koordinaten eines weiteren Codes in der Gegend. Hört sich alles recht zeitintensiv an. Sorry, aber ich muss Leuten helfen. Lustig, dass du das sagst. Denn das hier hilft den Bedürftigen ganz besonders einer. Der letzte Matrix-Barcode verriet dir den Standort eines... Jetzt kommt's. Entführungsopfer. Was? Ich weiß. Erhöhter Einsatz und all das. Ist sie nicht telegen? Gefangen. Hilflos. Wird sie verhungern? Ersticken? Die Zeit ist knapp. Das Internet sieht zu. Tschüss. Ups, alles okay? Das ist echt übel. Sie ist irre. Aber ich muss mitspielen. Der nächste Matrix-Barcode. Der wird nicht so einfach werden. Muss ich jetzt hier Profi-Fotograf werden? Ist natürlich geil. Jetzt muss ich mich hier irgendwie anders hinstellen. So, jetzt haben wir es immer noch nicht. Wartet. Verrückter YouTuber, Mann. So. Wartet. Jetzt wäre es eigentlich schön. Warte, gehen wir da hoch? Eigentlich will ich mir da noch festhalten. So. Das langt immer noch nicht. Boah, Spider-Man! Es war jetzt ganz schön schwer, da hochzukommen. So. Jetzt. Also, ganz ernsthaft, Mann. Willst du mir echt sagen, dass das so nicht geht? Ist ja fast so schlimm, wie wenn ich hier einen QR-Code versuche, mit meinem Handy einzulesen. Leute, nicht cool. Also, jetzt. Hab's. Hey. Ach, Mist. Gruß geht raus an meine Fans, die gerade neu streamen. Und IRL bei 2. Yeah, Screwball! Sind jetzt alle durchgeknallt? Während dieser Action-Szene lese ich euch ein paar Zeilen meiner Fans vor. Spack Forever sagt, liebe dich, Screwball. Dein Stream hat sich im Knast motiviert. Tja, schade, Jungs. Ihr müsst zurück zur Cinnamon Challenge. Tut mir leid, Buddy. Kann nichts dagegen tun, wenn meine Fans so eifrig sind. Diese Leidenschaft. Hashtag gesegnet. Hast du gerade laut Hashtag gesagt? Das ist echt fast so schlimm wie die Entführung. Über den Code solltest du die Koordinaten zu dem nächsten Ort bekommen haben. Beeil dich. Unsere Freundin ist allein und traurig. Wisst ihr, was das Schlimmste ist, was ich glaube? Das ist der andere Code. Auf zwei Gebäude. Oh nein. Das wird knifflig. Das Schlimmste, glaube ich, an der Sache wird sein, dass es gar keine Entführungsopfer gibt. Das wird das Schlimmste an der Sache sein. So, wartet. Komm da hoch. Oh, ey, ist immer so schwer, gleichzeitig die Kamera ausgerüstet zu haben und zu hüpfen. Komm. Nee, das langt noch nicht. Ich glaube, wir müssen noch ein Gebäude höher. Komm, na, Stücke. So. Und jetzt. Nö. Das war jetzt wieder zu viel des Guten. Na, das ist zu hoch. Nach unten kann ich aber nicht laufen. Das ist madig. So. Hab's. Bam. Aber offenbar wollen dir ein paar meiner Fans ein kleines Care-Paket bringen. Sie sagen, dass du voll Bombe bist. Schnapp sie dir schnell, sonst tut sich noch wer weh. Care-Paket. Ich geb dir gleich Care-Paket, Mann. Was ist das für eine spinnete Lady, Mann?
Die ist ja schlimmer als unsere Bösewichte, die bis jetzt hatten. Und meine Menschen heben ebenfalls ab. Toller Job für ein einfaches Foto, Mann. Jetzt solltest du die Koordinaten zu unserem Opfer haben. Rette sie, bevor unseren Fans langweilig wird. Im Entertainment heißt Langeweile tot. Ist nicht weit weg von hier. Ich muss schnell sein. Leute, also schlimmer bis jetzt wirklich als jeden Boss, als jeden Bösewicht, den wir hatten, ist die Tante hier, Mann. Mal abgesehen davon, dass sie noch mehr schlimm Schmarrn labert, ist sie auch diabolischer als alles andere. Und kein Mensch sagt Hashtag, Mann. Niemand sagt Hashtag. Also niemand zumindest mit Verstand. Obwohl, Need for Speed haben die das auch mal gesagt. So. Überall Kameras. Hier ist es. Kannst du mich hören? Moment, ich reiße die Tür ein. Oh mein Gott! Spider-Man, oh mein Gott! Ich bin dir so dankbar. Für die Abermillionen Klicks gerade! Screwball! Schon krass, oder? Du solltest den Blick sehen in deinen gruseligen Augenlochdingern. Oh, schau! Noch mehr Follower! Screwball! Setz uns in den Feed! TLDR! Ich halte das offiziell nicht gut. Dann sag, sie sollen aufhören. Du kriegst mich nicht klein. Ich stampf dich in den Boden. Du bist erledigt. Ihr habt alle so einen Dachschaden, Mann. Und das für so ein wahnsinniges Vibe, Mann. Das ist das Schlimmste, Mann. Leute, Leute, Leute. Fans. Nichts ist schlimmer als Fans. Als solch Extremfans, Alter. Und wieso hat diese starke Fans, Mann? Wo haben die alle die Waffen? Wie leicht ist es bitte, in Amerika eine Waffe zu bekommen? Ist ja furchtbar. So. Da ist es erlaubt, Screwball zu hauen. Ist es erlaubt, Screwball umzubringen? Bitte. Da seht ihr schon die Nächsten. LOL. Was wird mir denn zur Last gelegt? Ich habe gar nichts getan. Das waren alles meine Fans. Da hat sie recht. Wird schwierig, sie dran zu kriegen. Auch als Spinne fange ich langsam an, das Netz zu hassen. Ja! Leute, der war fast lustig. Nur fast. Aber er war schon wieder so schlecht, dass er schon fast wieder lustig war. Das ist die Kunst des Spider-Man-Designs. Okay. Coole Side-Quest. Ich würde sagen, die letzte Side-Quest, die machen wir jetzt nicht. Wir machen jetzt hier, zack, hier lieber was anderes. Und zwar mal wieder eine von den kleinen Stationen hier. So. Bei Sugar Hill wurde ein Vorfall gemeldet. Over. Speed, meine Mom war eine große Befürworterin der städtischen Dampfheizungen. Sie seien umweltfreundlicher als fossile Brennstoffe, aber hohe Druckkraft kann zu Explosionen führen. Die Station überwacht den Druck in speziellen Gebäuden. Hilf mir, Oscorp von der Effizienz zu überzeugen. Bitte. Harry hat viel investiert, um das Erbe seiner Mutter zu bewahren. Wer kann es ihm verdenken? In einigen Gebäuden in der Nähe steigt der Druck rasant an. Das Problem wird anscheinend durch defekte Regler verursacht. Ich muss sie zerstören, bevor der Druck zu hoch wird. Und das Gebäude explodiert. Die Stadt wird die kaputten Regler ersetzen. Ich habe keine Zeit für eine sanfte Lösung. Ich sehe schon, komm. Spider-Man zerstört öffentliches Eigentum. In seinem Wahnsinn zerstört Spider-Man alles, was sich bewegt. Mit einem gut gezielten Netzschuss kann ich sie zerstören. Jede Wette beginnt Jameson seine Show morgen mit einer Spider-Man verwüstet Gebäude-Story. Darf keinen vergessen, einer alleine kann eine Explosion auslösen. Zu viele Leute im Gebäude. Keine Zeit zum Evakuieren. Jetzt liegt's an mir. Die kann ich problemlos zerstören. Die Stadt kann sie leicht reparieren.
So. Spider-Man, wir hatten übrigens denselben Gedanken. Was ist jetzt? Alter, was war das, Mann? So. So. Komm, 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 komm. Da oben. So, hier auf der Seite des Gebäudes ist keiner da. Das sollten alle auf dem Gebäude gewesen sein. So, zum Glück erhalten wir mal ein bisschen Bonuszeit, wenn wir hier einen zerstören. So. So. Oh, da. Komm. Komm, schwing die weg und... Sehr schön. Zack. Slow-mo, ich kann mich nicht bewegen. So, Deadshot wäre neidisch auf uns, wenn ich das mal so sagen darf. So, jetzt. Ich dachte schon wieder, schade. Da. Nummer 14. Und Nummer 15. Okay, schnell aufs Dach und sicherstellen, dass der Druck korrekt abgeführt wird. So, nehmen wir den Aufzug. Zoom! Ne, Spider-Man-Aufzug. Wo bleibt mein Spinnensinn? Alle sind in Sicherheit. Ich hau besser ab, bevor mich hier für jemand haftbar macht. Und wir wissen genau, wer uns eh so oder so haftbar machen wird dafür. Okay, Leute, dann würde ich sagen, werden wir jetzt beim nächsten Mal wieder mit der Hauptmission anfangen. Aber oh, Leute, wir sind jetzt genau bei der Nebenquest. Ne, wir machen jetzt die Sidequest und dann fangen wir mit der Hauptmission an. So viel Zeit muss jetzt sein. Aber davon machen wir jetzt erstmal einen kleinen Cut und beim nächsten Mal geht es dann weiter mit Spider-Man. Bis zum nächsten Mal. Ciao.